So, wir sind am Anfang richtig gut angefangen. Ich glaube, Stimmung in der Mannschaft war gut, in der Halle war gut, wir haben die Halle mitgenommen. Dann kommt natürlich eine Phase, dass man weiß, dass es kommt, ein bisschen weniger gut ist. Und das haben wir bis zur Halbzeit, glaube ich, mit 2 Tore in Führung gegangen. Und 3. Halbzeit, ja, da merkt man dagegen, die Kräfte werden weniger, wir können nicht viel durchwechseln. Und ja, dann am Ende verliert man mit 3, 4, keine Ahnung. Und es ist unfassbar bitter. Also wir starten überragend ins Spiel. Wir haben heute selber erst erfahren, dass Ariel uns zum Glück aushilft und dass der Junge dann hier die Menschenmassen so anheizt, war natürlich einfach super und es hatte von Anfang an super geklappt. Dann nach und nach haben wir ein bisschen nachgelassen, hatte immer noch das Gefühl, dass wir dominant waren. Und dann gab es, würde ich sagen, in der Halbzeit so ein bisschen einen Bruch, wo uns die Kräfte aus welchen Gründen auch immer ausgegangen sind. Ja, und dann machen wir leider so ab der 40., 45. Minute zu viele einfache Fehler und lassen Bietigheim das Spiel drehen und dann wird es ziemlich schwer. Ja. Ja, ist natürlich schwierig. 3-mal hintereinander verlieren macht keinen Spaß und wir müssen daran arbeiten und versuchen, die nächste Spiel zu gewinnen und gut in die Winterpause zu gehen. Und ja, dann, wir müssen weitermachen. Wir wissen, es ist schwierig und ja, ich kann nichts anderes sagen, als wir müssen weitermachen und kämpfen. Ja, wir haben jetzt noch 3 Spiele, glaube ich, in diesem Jahr und wir müssen jetzt punkten. Ja.